Die Ereignisse, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, überschlagen sich. Wir sind gerade live für Kanalmitglieder Level 3 mit der zweiten Folge R-Faktor 2. Folge Nummer 1 habt ihr am Wochenende, am Samstag gesehen. Da sind wir gefahren, den großartigen Aston Martin Vantage GT3 auf Watkins Glen. Und heute haben meine lieben Kanalmitglieder Level 3 entschieden, fahren wir Oschersleben Motorsportpark im Team Schnitzer BMW M3 E92. Los geht's. Herr Löblich. Hör mir den Blödsinn auf. Ja, und damit hallihallo und ein kleines bisschen auch Hallöchen, meine sehr verehrten Simracing-Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Runde. Herr Löblich am Steuer heute mit dem großartigen R-Faktor 2 und Oschersleben und BMW M3 E92 Endurance Serie GTE. Und die Ereignisse überschlagen sich, sie überschlagen sich, ja, erst spendet der Mokbar 11,99 Euro im Superchat, nein, erst der Mike per PayPal, dann der Mokbar und dann haut der Chow nochmal ein 20 hinterher. Der Chow ist da unten zu sehen. Wer noch Bock hat, mich zu unterstützen, wird Kanalmitglied. Kanalmitglieder Level 2 sehen die Videos ein bisschen früher. Level 3 ist live bei der Aufnahme dabei. Ansonsten PayPal-Spendenlink unter dem Video. Wer spendet, erscheint da. Wer abonniert, erscheint da. Wer das live während des Videos tut, erscheint da drüben. Und die Top-Tipper erscheinen dort unten. Es gibt sehr interessante Geräusche bei Spenden, Abos und Mitgliedschaften. Ich halte an dieser Stelle meinen Schwanz ins Bild und sage liken, abonnieren, kommentieren und wer von mir persönlich per Fax oder möglicherweise auch Telegram benachrichtigt werden möchte bei Aufnahmen oder Livestreams, der drückt schön meine Glöckchen. Wir legen los mit GTE. Hier, schön 4 Liter V8. Ich bin sehr gespannt. Bin den Kraftwagen noch nicht gefahren. Die Strecke ist vermutlich eine Mod-Strecke. Bin auch die Strecke noch nicht gefahren in R-Faktor 2. Wir haben die Gegner auf 93%, was für mich für den Anfang, um reinzukommen, immer eine sehr angenehme KI-Stärke ist. Wir gucken jetzt natürlich aber erstmal im Training, wie es sich verhält mit den Rundenzeiten. Wenn ich jetzt die ganze Zeit auf dem ersten fahren sollte, würde ich die KI auf 95% hochstellen fürs Rennen. Wenn ich hinten dran hänge, stellen wir sie ein bisschen runter. Satz Ende. Ich würde mal hier aus meiner tollen Disney-Tasse, die ich übrigens aus dem Disneyland in Paris habe, kein Scherz, einen Schluck Tee nehmen und so tun, als wäre es Kaffee. Ist das leckerer Kaffee. Ihr wisst ja, bei YouTube ist es immer ganz wichtig, dass man so tut, als ob, damit alle glauben, das Leben ist so, wie es bei YouTube zu sehen ist. Man trinkt den ganzen Tag Kaffee, man hat die ganze Bude voller Simracing-Scheiß und man verdient einen Haufen Schotter damit, dass man irgendwie 45 Minuten Autorennen fährt am Tag. Ist alles nicht so. Ist alles nicht so, Freunde. Ist alles nicht so. Ist alles ein bisschen anders. Aber, hey, da müssen wir doch hier, da müssen wir doch diese YouTube. Da müssen wir doch bedienen. Der Knut Mattheisen ist am Start. Ansonsten noch der Mike Kepner, der Mokbar, der Lynn Anderson und der Ciao. So. Ich würde mal sagen, wir starten. Ich mache mal die Zündung an. Ich mache mal den Motor an. Ich mache mal den Motor nochmal an. Ich mach mal leiser. Ich mach mal noch leiser. Hossa die Waldfee, das ist auf jeden Fall laut. Da kackt mein
Ach so, Löbi Anderson. Ja, ich vergesse das immer. Nicht Löbi Anderson, Lynn Anderson. Ich vergesse das immer. Du heißt halt für mich, Lynn ist halt auch so ein typisch englischer Vorname. Und da passt natürlich das Anderson ziemlich gut. Aber ja, Anderson. Anderson. So, was hier? Mokba hat 25 Euro rausgehauen, Alter. Für die feinen Jeans am Mittwoch. Ja, ich möchte übrigens allen nochmal zeigen. Ich habe heute Jeans an. Selten, aber wahr, Freunde. Ich muss das mal hier irgendwie... Das ist mir ein bisschen klein da oben. Ich sehe das ja nicht so richtig, was da passiert. Ihr seht das und vor allem hört ihr das. Naja. So, wir machen mal... Wir starten mal. Lynn Anderson hat die Mitgliedschaft verlängert. Sehr, sehr geil. Auch das sollten wir gleich hören, theoretisch. Na, macht er ein Geräusch? Ob er ein Geräusch macht. Nee, ich glaube, beim Mitgliedschaft verlängern macht er kein Geräusch. Es ist nicht immer alles toll. Ach so, ich hätte eigentlich mal Dings anmachen können. Crew Chief. Ach, jedoch ohne. Okay, man hört das Fahrzeug auf jeden Fall schon mal sehr gut. Okay, und er kommt auf jeden Fall auch schon mal aus der Hüfte. Ich mache mal Traktionskontrolle 5. So, ich bin ewig nicht Oschersleben gefahren. Kontrolle 7 macht Sinn. Ich muss jetzt mich hier erstmal wieder an Oschersleben gewöhnen. Komm, fahr mal vorbei, Diggi. Schöne kalte Reifen. Ist schön umgesetzt, sieht so aus, wie sie aussieht. Ui, 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 ui. Ich mach mal doch noch ein bisschen mehr Traktionskontrolle. Wir machen mal so 10. Selbst auf 10 rutscht er noch. Und der Lind testet das Horn. Achtung! Sehr geil, Freunde, sehr geil. Boah, der brüllt mich ja dermaßen an hier. Auf dem Kopfhörer ist das natürlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer als vor euren Heimgeräten. Oh,
okay, da muss ich früher bremsen, würde ich sagen. Traktionskontrolle 12 noch wirklich vorsichtig aus der Kurve rausgehoben werden. Ich habe den Spotter nicht gehört. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gehört habt, ich habe ihn nicht gehört. Meine Güte, wie der brüllt. Siehst du mehr? Brutal. Und die kommen jetzt so, ciao. Fahrzeug ist, es kommt näher. Das ist immer schon mal ein gutes Zeichen. So, lieber ein Stück kürzer geschiftet als ein Stück zu lang. Und der Porsche da hinten, der klingt mir ganz schön an der Stoßstange, Freunde. Warm werden, sieht es schon ein bisschen besser aus. Interessanterweise aber auch hier zu sehen, die KI ist auf 93. Im Vergleich zum letzten Video GT3-Fahrzeuge, wo sie auch auf 93 war, sind die Gegner hier gefühlt wieder etwas stärker.
Porsche aussieht. Wie man den wieder eingefangen kriegt, Alter. Da geht mir so einer ab drauf. Absolut geil. Sehr iRacing-esque, muss ich sagen. Man muss das Auto mit Sie ansprechen. Hallo Sie. Ja, kann ich ein bisschen schneller wieder in die Linkskurve reinfahren. Soundmäßig, alter Falter, wenn er pupt, dann knallt er, oder wie man so schön sagt. Heftig. Bin sehr gespannt, wie gleich beim Rennen wird. Erstmal hier noch die Rundenzeit und gucken mal, wie wir uns platzieren. Schöne Strecke, gut umgesetzt. Man fast voll rumziehen. Sehr spannend. Also hier geht noch einiges. So, wir gucken mal, was die Zeiten sagen. Dritter. Okay. Da bin ich sehr zufrieden mit. Wir gucken mal kurz ins Replay rein. Ja, das war jetzt natürlich hier. Wir gucken mal hier so. Geil. Die Corvette klingt super geil. BMW hörst du fast ja nicht.
Dafür brät hier die Corvette vorbei. Oder was auch immer das war. Müsste noch eine Corvette gewesen sein da vorne. Oh ja. Ciao, Corvette. Ciao. Oh, wie die eingeschlagen ist. Geil. Warte mal, ich halt mal die Klappe. Zieht euch das mal rein. Wie die einschlägt. Das Geräusch dazu. Geil, na gut, Freunde, wir stellen mal um auf Rennen. Wir stellen mal um auf Rennen, meine lieben Freunde, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir gehen hier auf Quick Wind und wir machen die Practice auf und wir machen die Race on und wir lassen das Script, lassen wir so, wie es ist. Und da haben wir 15 Minutes und es wird wieder bewölkt. Ne, wir fangen diesmal light an, dann wird es clear, dann wird wieder light, dann wird wieder clear. Sehr schön. Es wird nicht regnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wir fangen als letzter an. Sehr schön. Fein, 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 fein. So, ich muss mal hier kurz nebenbei gucken. Freunde, was ist denn hier los? Der Mike hat einen 10er reingehauen. 10. Dann hat der Mokbar 12 reingehauen. 22. Dann hat der Chow 20 reingehauen. 42. Dann hat der Mokbar nochmal 25 rein. Was? Moment, nochmal. 10, 22, 42, 67 und nochmal ein Fünfer, 72 Euro. Alter, Leute, ihr seid 5 Zuschauer. Alter, ich krieg eine Macke, ey. Das ist ja der Hammer. Ey, ich werde definitiv... versteht ihr? Danke. Also, danke. Ich weiß ja nicht so richtig, was ich sagen soll. Das ist ja, danke. Einfach danke. Versteht ihr? Ich kann momentan nicht jeden Wunsch bedienen, weil ich manche DLCs mir nicht leisten kann. Und jetzt kann ich. Oh, eindeutig. Da werde ich mir natürlich mal sofort das BTCC DLC besorgen, was gewünscht wurde. Toll, 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 toll. Und das hier bei Kanalmitglieder Level 3 Livestream mit 5 oder 6 Zuschauern. Also das ist ein absoluter, das ist der absolute Knaller, Freunde. Weiter, wenn ich das gerade richtig gehört habe. Ich kann leider gerade nicht sagen, was passiert ist, weil ich mich hier aufs Rennen konzentrieren muss. Wie mein Vater sagen würde, der auf Englisch nicht konjugieren kann. Vorsichtig, wa? Ui, 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 ui. Mischt mit vorsichtig. Chief.
bleibt ein kleines Stück zurück von dem, was ich täglich gebe. Mann, ey, das ist, ey, wirklich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen Dank. Tolle Unterhaltung, absolut sein Humor. Danke. Also, das bedeutet mir ja fast noch mehr als die Kohle, wenngleich auch die monetäre Unterstützung für mich im Moment, naja, sehr viel Unterstützung ist. Nicht so, haben wir ja letztens schon mitgekriegt im Aston Martin. Vorne ist vorne, Freunde. Lieber tot als Schwung verlieren, oder wie man sagt. In Oschers Leben ist nicht so geil mit Überholen, muss ich sagen. Ach, die KI ist so geil in R-Faktor 2. Da hat mich doch schon wieder so ein BMW geschubst, Freunde. Leute, fahrt doch nicht so langsam. Es ist doch alles okay. Da kann ich mich bei der KI so ein bisschen an Race Room orientieren. Race Room 95, R-Faktor 95, das ist so meine Stärke. Mich so ein bisschen an die Strecke gewöhnt habe. Der Mike sagt, er kann dem nur zustimmen, was der Mockbar gesagt hat. Vielen lieben Dank. Mein Gott, ist das laut! Kontrolle auf 12 und den dreht es einfach aus der Kurve raus. Heavy shit.
bestellt, weil in Wirklichkeit habe ich ja auch keinen Hut. Und ich finde das irgendwie realistischer. Mache das Hut meistens aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Standard-Hut in R-Factor 2 ist halt richtig hässlich. Einfach den Spotter nicht hört. Also die Endurance-Serie ist eine Mod und die haben sie richtig geil gemacht. Fahrphysik ist geil. Sound ist mega. Die KI kommt wunderbar damit klar. Gibt ja auch manchmal so Mods. Da sagt die KI irgendwie, oh nö, nö. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich die KI nicht auf 95 habe, weil sie sind mir jetzt schon zu langsam. Ey, krass, wie der zugemacht hat. Richtig geil. Oh! Oh! Wo kommt denn der BMW auf einmal her? Geil! Finde ich super geil. Und ohne, dass der mich dabei berührt hat, ohne irgendeinen Quatsch zu machen, also wirklich geil. Noch 5 Minuten, Freunde, noch 5 Minuten. Was machst du? Ey, Glück gehabt, dass der Platz gemacht hat. Das wäre sonst fürchterlich schief gegangen. Herrlich. An der Kurve komme ich immer wieder ganz gut ran. Kein Quatsch hier, Freunde. Boah, Glück gehabt. Also man merkt hier deutliche Unterschiede in den KI-Stärken. Das finde ich ja ziemlich geil, ne? Weil auch in einem echten Rennen gibt es ja starke Fahrer und nicht so starke Fahrer. Alter.
Was war das jetzt für eine Aktion? Also man kann ja jetzt nur wirklich nicht behaupten, dass ich irgendjemandem in die Spur gefahren bin. Aber es sieht natürlich dann im Replay wieder ganz anders aus. Schade. Da schwärme ich gerade noch so von der KI, ja. Aber so ist es ja immer. Knut sagt gerade, tolle Arbeit, die ich hier leiste und Pensum, was ich abreiße. Ja, tatsächlich, aber ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen und da muss man dann halt auch ein bisschen was für tun. Da muss man halt auch schon mal einen abreißen. Alter, bleib stehen! Ey, wollt ihr mich rollen, Alter? Ich sag nie wieder was über die tolle KI in R-Faktor. Die hässliche Kacksau, die blöde. Kann doch nicht sein. Da fährt der einfach auf die Strecke rum. Also auch so was Einfaches, ja? So eine... Ey, Digga! Da kommt ein Auto mit 300. Fahr einfach mal nicht auf die Strecke jetzt. So, letzte Runde. Schön verkackt, dank der KI. Ich werde jetzt, wenn ich fertig bin, gleich erstmal raus auf die Straße gehen und irgendwem wahllos auf die Fresse hauen. Vor allem habe ich GTE ausgewählt und plötzlich kommt da so eine P3, P2, was auch immer Karre. Ach so, ja, na gut, die gehören ja auch dazu. Aber trotzdem interessant. Mann, da. Ja, da hinten sind sie wieder, die Ottos. Ich raste aus hier. Die Kurven, die Schikane kann ich einfach schneller fahren. Die Kurvenschikane. Tolle Wurst. Bin sehr gespannt, auf welchen Platz ich jetzt gefahren bin. Mann, oh. Da glotzen wir mal in das Replay rein. Ich bin gefahren auf den letzten, wa? Klar. Klar. Und die beste, es ist ein P2-Auto dabei gewesen, ist das richtig? Ein P2-Auto, der fährt eine 1,22. Ich glaube, der hat mich auch abgeräumt. Wir gucken hier mal kurz rein. Machen mal irgendwie einen Screenshot. Oder drei. Ja, fetzt trotzdem. Ist geil. Wirklich, also bis auf diese, dass die KI da jetzt irgendwie
nicht so richtig geschnallt hat. Ich bleib mal jetzt hier lieber stehen, Freunde. Ich fahre jetzt mal lieber nicht in das laufende Rennen auf der Strecke, einfach so mitten rein. Geil gemacht, wirklich geile Mod. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, mal auf der Nordschleife zu fahren. Super. Super, super, super. Freunde, ihr haut mir mal fein in die Kommentare, was ihr euch noch so für Autos und Strecken wünscht. Ich werde diese Wünsche den Kanalmitgliedern der dritten Stufe, die live bei den Aufnahmen dabei sind, vorschlagen. Und dann werden wir uns hier gemeinsam entscheiden, was wir denn fahren. Ich kann an dieser Stelle wie immer nur sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Runde. Löblich am Steuer heute wieder mit dem großartigen, dem R, dem Faktor, dem 2, dem BMW M3 E92 und Oschersleben Motorsportpark im wunderschönen Oschersleben. Ich danke allen, die live dabei waren, für die zahlreichen Spenden. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für die lieben Worte. Vielen Dank, dass ihr Kanalmitglieder Level 3 seid. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich halte an dieser Stelle für euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie immer meinen großartigen Schwanz ins Bild und sage liken, abonnieren, kommentieren und wer Bock hat von mir per Fernsprecher benachrichtigt zu werden bei neuen Videos oder Livestreams, der drückt mir schön die Glöckchen. Wer Bock hat, mich zu unterstützen, kann das tun, was der Mokbar, der Ciao, der Lin und der Mike und wie sie nicht alle heißen, während des Livestreams getan haben und kann irgendwie fett die Spendentaste drücken. Ansonsten könnt ihr Kanalmitglied werden. Kanalmitglieder, Spendenlink unter dem Video, Spender, Abos, da drüben bling bling, da unten die meisten und so weiter und so fort. Ihr wisst, toll. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Lieblingssimulant, Herr Löblich. Schissen. Doo-doo.